Dran versteckte Funktionen. Teil 3: Objekte aus- und abwählen und Pfeiltasten. Die Videoserie in 7 Teilen zeigt versteckte Funktionen in Dran und wie diese angewandt werden, unter Version 5.2. Grundlage dieser Videoserie ist das Vortragsvideo von Armin Legrand unter. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter. Wir öffnen Dran. Wir öffnen die bestehende Arbeitsdatei dranobjekte.odg. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um Objekte auszuwählen. Wir klicken links die Folie 2 an. Mit der linken Maustaste klicken wir ein einzelnes Objekt an, bzw. wählen es aus. Mit gehaltener linker Maustaste können mehrere Objekte ausgewählt werden. Mit Steuerung und A wählt man alle Objekte aus. Wir klicken links die Folie 3 an. Mit der Tab-Taste wird das nächste Objekt ausgewählt. Mit der Umschalt- und Tab-Taste wird das vorherige Objekt ausgewählt. Wir klicken links die Folie 6 an. Mit Alt- und linker Maustaste klicken, können wir mehrere beliebige Objekte additiv auswählen. Wir wählen nun Objekte ab. Mit Umschalt- und linker Maustaste klicken, können wir einzelne Objekte abwählen, wenn mehrere angewählt sind. Mit Umschalt- und linker Maustaste klicken, können einzelne Objekte auch wieder ausgewählt werden. Mit den Pfeiltasten können Objekte verschoben werden. Bei Benutzung der Pfeiltasten wird um ein Zehntel des Rasters verschoben, entsprechend den Einstellungen. Bei Benutzung der Pfeiltasten in Kombination mit der Umschalttaste wird um ein Raster verschoben, entsprechend den Einstellungen. Bei Benutzung der Pfeiltasten in Kombination mit der Alt-Taste wird um ein Pixel verschoben. Mit den Pfeiltasten kann ein Objekt auch vergrößert oder verkleinert werden. Wir betätigen zweimal Steuerung und Tab. Der obere mittlere blaue Punkt blinkt. Mit der Pfeiltaste nach oben wird das Oval vergrößert und mit der Pfeiltaste nach unten verkleinert. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter.